this tight. When I'm with you, I wanna dance all night. Dance to the rhythm, let your mind be free. Get down to the sound of technology. The music is flowing, the beat is tight. When I'm with you, I wanna dance all night. Yeah.
So, diesmal hat alles geklappt. Wunderbar. Top-Start hier von Alia Grüne in der führenden Position. Da sind wir hier direkt auf die Außen. Luca Dammeier setzt sich dann in die dritte Position. Und auch Elias Dirksen, der jetzt angreift und die Führung übernimmt. Also im Doppelpack. Start 31 und die Startnummer 33, die hier Punkt übernommen haben. Die letzte Runde wird angezeigt und Elias Dirksen hier souverän in Führung. Dann die Startnummer. Hier ganz sicher so dem Laufsieg entgegen. Jawohl, da hat 3 cm 11 bis 16 Jahre und so ist diese Klasse hier eingetreten. So, Startbahn geht nach oben.
Offensichtlich ist ein kleines Problem bei.
Vorsprung für Elias Dirksen, die Startnummer 31, letzte Runde. Und da haben sie sich schön einsortiert und so geht es hier jetzt entsprechend entspannt über die Bahn. Ja, Elias Dirksen holt sich den zweiten Laufsieg am heutigen Tage. Gefolgt von Luca Dammeier, Lian Will, Ben Kniese. So, Startbahn gehen nach oben. Ties schwer hier. Start von Thies Schwer, der hier jetzt schnell Meter macht und seine Position. Tom Kniese etwas zurückgefallen. Die letzte Runde wird bereits angezeigt und Thies Schwer hier sehr flink unterwegs. Letzte Runde.
Ja, rote Flagge, Abbruch. Ja, der Schwarz-Weiße muss nach außen. So, also nochmal. Helmfarbe Rot, die Startnummer 37, Lian Will. Blaue Helmfarbe, die Startnummer 33, Luca Dammeier. Dann haben wir mit dem grünen, nee, gelben Helm, die Startnummer 34, Ben Kniesel. Helmfarbe Grün, die Startnummer 31, Elias Dirksen. Und ganz außen, Schwarz-Weiß, die Startnummer 38, Talia Gröne. So, vielleicht könnt ihr die Motorräder mal gerade hinstellen. Das wäre richtig super. Auch hier bei der Startnummer 38, ein bisschen schief. Sehr gut. Also, gemeinsam sind wir stärker als die Mafia. Thank you.
Ja, da gibt es noch so ein paar kleine Startschwierigkeiten. 10 Sekunden Zeit noch. So, da ist der Totmacher draußen, ne? Können Sie mal gucken. So, jetzt könnte das was werden. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Liam will hier nicht am Start in diesem Lauf, weil das Motorrad nicht gestartet werden konnte. Also, jetzt ist der Start frei und Thalia Grüne in der führenden Position. Jetzt kommt da aber in die Spitzen von außen, geht da vorbei. Elias Dirksen vor Thalia Grüne und jetzt kommt Luca Dammeier mit viel Schwung außen vorbei an die zweite Position. Ja, das sieht hier sehr deutlich und sortiert aus. Elias Dirksen mit einem deutlichen Vorsprung in die letzte Runde. Dahinter dann Luca Dammeier und Ben Knese an der... Oh, irgendwas ist da verloren gegangen. Das ist natürlich bitter für Elias Dirksen. So, dadurch jetzt also Laufsieg für Luca Dammeier vor Ben Knese und Thalia. Thank you.
dritter Laufsieg in seinem dritten Lauf. Also es läuft wie ein Schnürchen. Drei Punkte für die Stadt. So, also, wir sind gespannt auf den Rangkandidaten. Das war ein sehr guter Start von Linke Sebesma, die hier die Führung übernimmt, vor Ann-Kathrin Gerdes und Tom Meyer. Alle ja gut in den Punkten und das könnte natürlich jetzt hier schon eine echte Vorentscheidung sein. Michael West mit zwei Laufsiegen, ja flott dabei, aber auch Lukas Wegner, der hat hier schon zwei Laufsiege eingefahren. Wir sind gespannt auf dieses ja, durchaus vorentscheidende Duell. Mit dem gelben Helm die Startnummer 31 Elias Dirksen, mit dem grünen Helm die Startnummer 38 Talia Grüne und mit dem schwarz-weißen Helm die Startnummer 37 Lian Will. Die Startnummer 38, Talia Grüne.
hier in der führenden Position, verfolgt von Liam Will mit der Startnummer 37. Aber jetzt kommt von außen Elias Dirksen und der nimmt richtig Fahrt auf und zieht da gleich an zwei, drei Konkurrenten vorbei an die führende Position. Elias Dirksen, bisschen Schwierigkeiten am Start, aber umso heftiger jetzt hier der Auftritt dahinter. Kalia Grüne und Ben Knese an der dritten Position. Das ist da alles eng zusammen in der Gruppe. Die schieben sich da so ein bisschen hin und her. Aber vorne, ja, da ist es Elias Dirksen mit ganz viel Schwung an zweiter Position. Lian Will, dann Luca Dammeyer. Vorne ist die Sache erledigt. Elias Dirksen hier mit dem Laufsieg. So, dann gucken wir mal auf die Plätze dahinter. Da haben wir Lian Will, dann Luca Dammeyer, Ben Knese und gespannt. Michael West bisher ja fehlerlos 9 Punkte. Lukas Wegner immerhin 8 Punkte. Doch Nikkel Sebesma mit 6 Punkten eigentlich gut dabei. So, wir sind gespannt, ob unser australischer Gast Michael West mit der Startnummer 5 und dem roten Helm
hier sein Maximum in den Vorläufen perfekt machen kann. Vier Runden und dann wissen wir Bescheid. Katrin Gerdes und ganz außen mit dem gelben Helm Ben Eaton, die Startnummer 4. Immer wieder.
So, also, wir sind durch mit der Zeit. Jetzt heißt es also ran ans Band und dann sollte es losgehen. Mike Kaczewski, T. Schwer, Tom Knese und Tai Olivas Groh. Und da geht das Band nach unten und da wird es dann gemeistert in die führende Position. Und jetzt muss Mike Kaczewski da ein bisschen aufpassen. Kommt da sehr weit nach außen. Tai und Niklas von der führenden Position. Schwarz-weißen Helm, die Startnummer 33, Luca Dammeier. So, der Startmann geht nach oben. Und da ist es die Startnummer 38, Talia Grüne, mit dem besten Start. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ordentlich was passiert. Und da ist es schon passiert. Elias Dirksen mit der Startnummer 31 geht da vorbei, gefolgt von Luca Dammeier, der Startnummer 33. Dann haben wir Ben Knese an der dritten Position und Lian Will. Hier Schlusslicht, Tally Stunde. Achtung, Start. Elias Dirksen in der letzten Runde auch weiterhin in Führung. Deutliche Führung hier in diesem Falle.
Und also, Elias Dirksen mit dem Laufsieg. Luca Dammeier und Ben Knese. Nachmittag jetzt auf dem inneren Startplatz, daneben Lester Mattheisen, dann Living Cording und ganz außen Alina Sassenhagen.
So, wir sehen Kill. Wir sind gespannt. Lauf die 2 Minuten zu. Lauf 1, Selina Liebmann, Christian Piszek, Matthäus Schipaniak und Sam Jensen von innen nach außen. Das Line-Up im ersten Lauf des Tages. Das Line-Up von innen nach außen, Helm Faberon, unsere Nummer 31, Max Dillinger. Dann mit dem weißen Helm, die Startnummer 505, Robert Lambert. Wir haben dabei mit dem blauen Helm die Startnummer 49, Anton Carlson. Und ganz außen Helm.
mit dem weißen Helm Max Stilger. In Rot Anton Karlsson in Blau, Robert Lambert weiß und Jan Quech mit dem gelben Helm. So sieht's aus.
So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt hier komplett schmerzfrei über die Bühne geht. Drew Camp, Patrick Wojdilo, Michi Hertel und Václav Milik. Für die Startnummer 9 Michi Hertel, ein Punkt. Für die Startnummer 411 Drew Camp und Patrick Wojdilo, der fällt hier aus. So, liebe Fans, Lauf Nummer 4, der letzte Lauf in diesem Block und dann haben Sie alle Fahrer hier in Action gesehen. Lauf Nummer 4 wird Ihnen präsentiert von Spezialmaschinen Kloppenburg aus Westerstede und wir freuen uns auf die Startnummer 30 Marius Hillebrand mit der Helmfarbe Rot. Dann haben wir mit dem blauen Helm dabei die Startnummer 59 Johannes Stark. Wir mit dem 29 André Lebjedjew und wir haben mit dem gelben Helm außen die Startnummer 3 Norik Blödorn. So, zwischendurch nochmal eine Durchsage für unseren Elektriker, unser Bahnelektriker. Bitte einmal hier die gelbe Rundumleuchte am Startziel kontrollieren. Scheint irgendwie nicht ganz so zu laufen, wie es eigentlich sein sollte. Also unser Bahnelektriker, bitte einmal hier zur gelben Rundumleuchte bei Start und Ziel. So, Marius Hillebrand steht innen bereit. Johannes Stark mit blauem Helm, André Lebjedjew mit dem weißen Helm und außen, Norik Blödorn mit der gelben Helmfarbe. Die Disqualifikation für die Helmfarbe Blau für die Startnummer 759 Johannes Stark, der hier das Band berührt hat. Und das ist jetzt der Einsatz für unseren Reservefahrer, unsere Nummer 17, Michael West. Der hat jetzt die Möglichkeit, hier zu zeigen, was er drauf hat. Das hat er natürlich heute Nachmittag schon. Aber wir freuen uns natürlich auf unseren Reservefahrer
Michael West, der jetzt mit der Helmfarbe Blau an den Start geht. Es laufen die 2 Minuten, 2 minutes remaining for the Riders Rerun Heat Number 4. Also 2 Minuten zum Neustart im 4. Lauf.
So, wir sind also gespannt. Robert Lambert auf dem gelben Startplatz. Ja, im ersten Lauf, da hat es nicht so richtig gezündet, aber wer weiß. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Interessantes Line-up. Johannes Stark, Drew Kemp, Christian Pischek und Robert Lambert. Vier Fahrer wieder ans Band, aber da gibt es eine Verwarnung an die Startnummer 411 mit dem blauen Helm, Drew Kemp. Also das war dann schon ein bisschen zu.
also der Rerun in Lauf Nummer 6. Für die Startnummer 707 Christian Piszczek, ein Punkt für die Startnummer 411 Drew Camp und ohne Punkte bleibt am Ende die Startnummer 759 Johannes Stark. Kurz durchatmen, aber es geht direkt weiter. Lauf Nummer 7 und der wird Ihnen präsentiert von der Firma TP Putz und Estrich aus Bockhorn. Und wir schauen uns Line-Up, da haben wir mit dem roten Helm die Startnummer 303 Patrick Wojdilo, mit dem blauen Helm die Startnummer 30 Marius Hillebrand. Die Helmfarbe weiß wird getragen von der Startnummer 49 Anton Karlsson und ganz außen mit dem gelben Helm die Startnummer 14 Mateusz Czepaniak. Wirklich sehr, sehr souveränen Auftritt.
Wir gucken auf die Punkte. 3 Punkte für die Startnummer 303, Patrick Wojnilo. Dann 2 Punkte für die Startnummer 30, Marius Hillebrand. 1 Punkt für die Startnummer 49, Anton Karlsson. Und ohne Punkt bleibt die Startnummer 14, Mateusz Czepaniak. So, wir kommen zu Lauf 8. Und Lauf 8 wird Ihnen präsentiert von Ralf Stengler aus Neuenburg. Das Line-Up, Herr Favreau, die Startnummer 136, Sam Jensen. Dann mit dem blauen Helm die Startnummer 201, Jan Quech. Mit dem weißen Helm die Startnummer 225, Václav Milik. Und ganz außen mit dem gelben Helm die Startnummer 29, Andrei Lebedev. Ja, hochinteressantes Line-Up, Sam Jensen in, und dann wird es richtig interessant, Jan Quech, Václav Milik und Andrei Lebedev. Dann haben wir mit dem weißen Helm dabei die Startnummer 289, Selina Liebmann, und mit dem gelben Helm die Startnummer 303, Patrick Wojnilo.
natürlich knallharte Konkurrenz hier für Selina Liebmann. Schauen wir mal, wie sie sich verkauft. Robert Lambert innen. Das wird ein heißer Tanz. André Lebedjew daneben. Dann Selina Liebmann. Und ganz außen haben wir Patrick Wojdilo. Die Startnummer 225, Václav Milik. Dann mit dem blauen Helm die Startnummer 31, Max Tilger. Helmfarbe weiß wird getragen von der Startnummer 30, Marius Hillebrand. Und außen mit dem gelben Helm die Startnummer 707 und das ist Christian Piszczek.
Christian Piszczek und Marius Hillebrand. Pech für Max Dillinger, der hier ausgefallen ist. Ganz genau so ist es dann auch. 3 Punkte für die Startnummer 225, Václav Milik. 2 Punkte für die Startnummer 707, Christian Piszczek. Und 1 Punkt für die Startnummer 30, Marius Hillebrand. Ja. Jan Quech, Michi Härte, Matthias Stepaniak und Johannes Stark. So die Aufstellung von innen nach außen im 11. Lauf. Johannes Stark. So, meine Damen und Herren, einen haben wir noch in diesem Block, Lauf Nummer 12, und der wird Ihnen präsentiert von der MH Putz GmbH aus Friedeburg. Helfer Rot, unsere Nummer 3, Norik Blödorn. Dann mit dem blauen Helm die Startnummer 136, Sam Jensen. Weiße Helmfarbe, die Startnummer 411, Drew Camp. Und mit dem gelben Helm die Startnummer 49, Anton Karlsson.
der Verwarnung erfolgt die Disqualifikation. Ja, das war ein Satz mit X bei Drew Camp. Die 411 disqualifiziert für den Rerun. Schöne Nachricht, Max Dilger, die Startnummer 31, hat sich für den Rest des Abends abgemeldet. Dann also im Lauf Nummer 15 und Lauf Nummer 20 erneut unser Reservefahrer Michael West, die Startnummer 17. So, Lauf 13, Anton Karlsson, Václav Milek, Johannes Stark und Selina Liebmann.
Drei Punkte gibt es für die Startnummer 225, Václav Milek, der bleibt hier. Norbert Rzeski aus Bockhorn. Wir haben mit dem roten Helm dabei die Startnummer 707, Christian Piszczek. Mit dem blauen Helm die Startnummer 3, Norik Blödorn. Mit dem weißen Helm die Startnummer 201, Jan Quech. Und mit dem gelben Helm die Startnummer 303, Patrick Wojdilo. Jetzt sind wir natürlich gespannt auf Nuri Blödorn. 8 Punkte hat er schon auf dem Konto. Steuert hier also, ja, eigentlich schon die Halbfinals an. Das ist eigentlich eine sichere Nummer. Auf die letzte für die Startnummer 707, Christian Piszczek. Ein Punkt für die Startnummer 303, Patrick Wojdilo. Ja, und Nori Blödorn, der geht hier in diesem Lauf leider leer aus. Lauf Nummer 15, und der wird Ihnen präsentiert von VR Automobile. Und wir haben folgende Aufstellung. Mit dem roten Helm die Startnummer 29, André Lebedev. Dann haben wir mit dem blauen Helm dabei die Startnummer 14, Mateusz Czepaniak. Wir haben mit dem weißen Helm dabei die Startnummer 411, Drew Kemp. Und dann kommt hier der Reservefahrer zum Einsatz. Das ist Michael West mit der Startnummer 17 und dem gelben Helm.
Problem. Mit dem weißen Helm die Startnummer 136 Sam Jensen und mit dem gelben Helm die Startnummer 30 Marius Hillebrand. So, Michi Hertel in, dann Robert Lambert mit dem blauen Helm, Sam Jensen weiß und Marius Hillebrand ganz außen mit dem gelben Helm. So, und Robert Lambert muss noch ein bisschen weiter nach links. Er ist da ein bisschen, also irgendwie stehen die fast beide in der gleichen Box, habe ich das Gefühl. Blau steht im Moment in der falschen Box. Nee, also so geht's nicht. Robert Lambert, der muss schon. Deutlich verteilt. 3 Punkte für die Startnummer 505, Robert Lambert. 2 Punkte für die Startnummer 9, Michi Hertel.
sind ein Punkt. Für die Startnummer 136, Sam Jensen, Marius Hillebrand mit dem vorzeitigen Aus. Es geht weiter in unserem Programm. Wir freuen uns auf Lauf Nummer 17. Lauf Nummer 17 wird Ihnen präsentiert von Outfit Renken aus Westerstede. Und wir gucken auf das Line-Up. Und da haben wir mit dem roten Helm die Startnummer 289, Selina Liebmann. Mit dem blauen Helm die Startnummer 201, Jan Quech. Mit dem weißen Helm die Startnummer 30, Marius Hillebrand. Und mit dem gelben Helm die Startnummer 411, Drew Camp. Punkteverteilung. 3 Punkte für die Startnummer 201, Jan Quecht. Dann gibt es 2 Punkte für die Startnummer 411, Drew Kemp. 1 Punkt für Selina Liebmann, die Startnummer 289. Und ohne Punkt bleibt Marius Hillebrand, die Startnummer 30. Lauf Nummer 18 wird Ihnen
präsentiert von Möbel Koldewey aus Neuenburg. Und wir haben folgende Aufstellung in Lauf Nummer 18. Helmfarbe Rot, die Startnummer 9, Michael Hertel. Dann mit dem blauen Helm die Startnummer 707, Christian Fischek. Wir haben mit dem weißen Helm dabei die Startnummer 49, Anton Karlsson. Und ganz außen mit dem gelben Helm die Startnummer 29, Andrei. So, Michael Hertel innen, das wird hier mit Sicherheit ein scharfes Rennen gegen André Lebjev, aber auch ja, Anton Karlsson und Christian Pischek wollen hier noch mitmischen. Vor allen Dingen Christian Pischek mit seinen bisher 9 Punkten ist ja gut dabei. Michi Hertel, da ist noch ein bisschen Luft, aber mit 8 Punkten ist er auch sehr, sehr gut im Rennen um die Teilnahme am Halbfinale. Die Startnummer 14, Matthäus Cepaniak. Dann haben wir mit dem blauen Helm dabei die Startnummer 225, Václav Milik. Dann mit dem weißen Helm die Startnummer 3, Nori Blödorn. Und ganz außen mit dem gelben Helm die Startnummer 505, Robert Lambert. Also das ist natürlich eine ganz, ganz knifflige, harte Aufgabe für Norik Blödorn in der Mitte zwischen Václav Milik und Robert
Lambert. Ja, Matthäus Schepaniak auf dem roten Startplatz. Also, Norik Blödon mit 8 Punkten. Ich denke mal, er wird auf jeden Fall hochmotiviert in diesen Lauf gehen. Aber wie gesagt, die Konkurrenz ist knallehart. Hier Václav Milek auf Blau, Robert Lambert auf Gelb und Matthäus Schepaniak auf der roten Startposition. Für die Startnummer 3 Norik Blödon und ohne Punkt bleibt die Startnummer 14 Matthäus Schepaniak. Lauf Nummer 20 ist auch gleichzeitig der letzte Vorlauf und der Lauf 20 wird Ihnen präsentiert von Radwechsel Zedel. So, auf der Startposition innen mit dem roten Helm die Startnummer 17 Michael West. Dann haben wir mit dem blauen Helm dabei die Startnummer 759 Johannes Stark. Mit dem weißen Helm am Start, die Startnummer 303, Patrick Wojlo und auf Gelb die Startnummer 136, Sam Jensen. Also letzter Vorlauf, Lauf Nummer 20. Und dann schauen wir gleich auf die Halbfinal-Teilnehmer. Ja, und die Helmwahl wird dann gleich begleitet von meiner Kollegin Otti.
wir, dass da nichts passiert ist, aber die Entscheidung ist klar. Rerun ohne den Abbruchverursacher Michael West. So, wir sind bereit für den Rerun, Lauf Nummer 20. Helmfarbe Blau, Johannes Stark. Helmfarbe Weiß, Patrick Voililo. Und mit dem gelben Helm, Sam Jensen. Sam Jensen, dann 2 Punkte für die Startnummer 303, Patrick Voililo, und 1 Punkt für die Startnummer 759, Johannes Schmidt. So, meine Damen und Herren, jetzt heißt es anschnallen. Semifinale 1 wird Ihnen präsentiert von Putz und Estrich Glockenburg aus Westerstede. Ja, Audi hat es gesagt. Ein ganz, ganz heißes Ding. Helmfarbe Rot, Robert Lambert. Helmfarbe Blau, Václav Milik. Helmfarbe Weiß, Norik Blödorn. Und Helmfarbe Gelb, Michi Hertel. Also, harte Nummer für unsere beiden Vertreter. Jetzt heißt es Daumen drücken. Und da sind die Fans natürlich gefordert. Wer zieht ins Finale ein in diesem Lauf? Es kann nur
2 geben. Robert Lambert, Václav Milik, Norik Blödorn und Michi Hertel. Also, es ist angerichtet eine ganz, ganz verschärfte Nummer. Also, ich denke, 4 richtig geile Runden. Und das Ende ist offen. Wie gesagt, der ist hier bisher der Man of the Match. Mit Robert Lambert zieht er hier ins Finale ein. Aber nochmal Riesenapplaus für Norik Blödorn und natürlich auch für Michi Hertel, die hier eine tolle Show abgeliefert haben an diesem Abend. So, das zweite Halbfinale steht an und das wird Ihnen präsentiert von SVG AG aus Wilhelmshaven. Noch da schauen wir nochmal auf die Aufstellung. Helmfarbe Rot, André Lebedev. Dann haben wir mit dem blauen Helm dabei die Startnummer 201. Jan Quech mit dem weißen Helm die Startnummer 707. Christian Pischek und mit dem gelben Helm die Startnummer 136. Sam Jensen. Wer zieht neben Robert Lambert und Václav Milik ins Finale ein? 4 Kandidaten stehen bereit für den vorletzten heißen Tanz hier am heutigen Abend. Thank you.
gibt es 2 Punkte für Jan Quech und 1 Punkt für Sam Jensen. Und damit haben wir das Finale komplett. Robert Lambert, Václav Milek, Andrei Lebedjev und Jan Quech. Václav Milek blau, Jan Quech weiß und Robert Lambert auf gelb. Und du hast es gesagt, 4 Runden, knallharte Action. Wir freuen uns drauf. Outdoors Tönnies Neuenburg präsentiert ihm das große Finale zum 27. Internationalen Speedway-Rennen Master of Speedway zum 50. Jubiläum des MSC Moorwinkel. Lebedjev, Václav Milek, Jan Quech oder Robert Lambert. Alles ist offen und alles ist im Grunde jetzt auf Null gesetzt, denn nur der Einlauf zählt. Wer diesen Lauf gewinnt, wird Master of Speedway 2023.
Sieger, Andrei Lebedev. Also herzlichen Glückwunsch, der Master Speedway 2023. Glückwunsch auch an Jan Kwech für den zweiten Platz und Václav Milik Platz 3, aber auch Robert Lambert. Tolles Rennen hier abgeliefert, Platz 4. Sensationell, und ich glaube, es war ein verdienter Sieg für Andrei Lebedev. Also bleiben Sie noch bei uns, denn wir freuen uns gleich. Direkt im Anschluss. Ja, also knallharte Action, ein hammergeiles Rennen. Ich glaube, die Macher hier vom MSC Mobbingelsam haben alles richtig gemacht. Ein richtig, richtig verschärftes Fahrerfeld verpflichten können. Und Sie, meine Damen und Herren, waren hier Zeuge beim Jubiläumsrennen, die 27. Ausgabe im 50. Jahr des MSC Mobbingelsam. Coole Nummer, ich fand's richtig geil. Ich glaube, Sie auch. Cooles Rennen. Das war wieder mal eine echte Werbung für den Speedway-Sport. Jawohl, da sind sie, und mega coole Finalisten. Oh, kleines Stück soll er noch nach vorne fahren. So, da wird nochmal diskutiert und Herrn Lambert hat gezeigt, wo die blaue Startbox ist. Du machst das toll, Michel! So, wir wären dann soweit und wir haben ein geiles Finale gesehen. Ja, und ich finde es richtig cool, dass alle vier Finalisten auch hier sind, und die sollen sich dann auch feiern lassen auf dem vierten Platz. Aber eine coole Performance gibt zwar nichts, aber viel Applaus. Ronald Lambert! Thank you.
Startplatz. Er war der Titelverteidiger. Im letzten Lauf hat es nicht gereicht. Trotzdem, herzlichen Glückwunsch an Václav Milek. Bravo. So, auf dem zweiten Platz auch eine richtig, richtig geile Vorstellung. Ich habe ihn letzten Montag schon sehen dürfen für den MSC Brokschild. Richtig gut abgeliefert und heute auch auf dem zweiten Platz jetzt Jan Kech. Ja, und auf dem ersten Platz, wir haben einen neuen Master of Speedway 2023. Sie geht an Angel Lindes. Und Michael, ich glaube, du hast noch eine kleine Überraschung für den Angel. So, und dann gibt es noch eine Spende für den Bahnsportfreunden Ammerland, denn die packen nochmal 100 Euro drauf für den Sieger. Vielen lieben Dank. Super! So, meine Damen und Herren, so sehen Sieger aus. Coole Nummer. Ich glaube, wir haben heute hier absolut Geschichte geschrieben. Ein richtig, richtig geiles Rennen. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Und Nodi, du hast ja das Schlusswort. Nein, noch nicht ganz, weil ich habe hier noch zwei wichtige Herren im Bahnsport. Und zwar zum einen den René Schäfer und zum anderen den Josef Fuckelmann. Und ich glaube, ihr habt noch eine besondere Überraschung für den MSC. René, bitteschön. Ja, vielen Dank, lieber Otti. Ja, ich bin ja auch einige Male hier gefahren, habe ein paar tolle Momente auch erleben dürfen. Und ja, ein Verein wird 50 Jahre, das passiert ja Gott sei Dank nur einmal im Leben. Und wir wollen auch einerseits eure tolle Jugendarbeit und vor allen Dingen die Tradition des Master of Speedway einfach weiter hochleben lassen. Und dafür haben wir euch eine nette Kleinigkeit mitgebracht, die Original-Rennweste, wie die Fahrer sie heute getragen haben, mit allen Unterschriften von allen Fahrern. Und wir hoffen, das findet einen schönen Platz bei euch im Clubheim. Und Robert hat sich auch bereit erklärt, als einzigster Grand Prix-Fahrer heute seine Original-Weste zu signieren. Und die könnt ihr dann auch bei euch zur eigenen Verwendung haben. Vielen, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Vielen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer. Und macht bitte weiter so für den deutschen Bahnsport. Vielen Dank.